Hallo Freunde der leichten Unterhaltung und willkommen zurück bei Madden NFL 08, die Saison mit den Detroit Lions. Wir befinden uns beim zweiten Spieltag und ich habe ganz kurz eben mal geguckt in der Owners Box. Ich glaube, als ich die Teamvorstellung gemacht habe, also die erste Folge, war mir so, dass der Fansupport bei 74 war. Also das hat sich durch den ersten Sieg mal auf 75 gleich mal nach oben geschraubt. Und ich bin mal gespannt, ob wir das auch noch verbessern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dem Training war. Konnte man das wirklich nur am Anfang machen? Denn meiner Ansicht nach gibt es hier sowas nicht weiter. Aber nun gut. Zweiter Spieltag. Jetzt muss ich selber erstmal wieder schauen, wie das war. Wir spielen auf jeden Fall gegen die Carolina Panthers. Panthers. Und ich würde mal sagen, einfach mal auf Play Game. Ja, Controller ist geschlossen. Wir spielen auswärts. Mal sehen, ob das hier auch so ein gutes Spiel wird wie das erste. Wer das erste nicht gesehen hat, den habe ich vielleicht jetzt gespoilert. Aber man sieht ja, wir haben auf jeden Fall einen Sieg auf der Habenseite zu stehen. Und gucken wir mal, ob wir die Seiten mal gewinnen. Ja, mal Kopf. Und wir haben gewonnen. Ich bin mal dafür, dass wir kicken. So, wir sind auf Platz 1. Chicago hat auch gewonnen. Green Bay verloren. Und dahinter war ein Team sogar schon mit zwei Niederlagen. Boom! So, meine Freunde, mal schauen, was hier geht bei euch. Wir versuchen mal gleich mal wieder auf Offensive auszugehen hier. Mal schauen, ob Sue. Jawohl. Geht schon mal gut los. Versuchen wir mal Turlock, weiß nicht, wie ausgesprochen wird, dass er noch versucht, nach vorne zu kommen. Gut gemacht, gut gemacht, gut aufgepasst. 29. 3 und 7. Ja. Die werden versuchen, das Spiel bestimmt hinzubekommen. Oder auch nicht. Sie laufen, aber kommen nicht nach vorne. Und damit bekommen wir die Chance. Good defensive stand there. Now they'll punt it away after a three and out. Und das Ding ist weg. So. In der eigenen 27-Yard-Linie starten wir. Wir schon mal mit Busch hier. Na mein, wenn ich wüsste, wie man springt, glaubt mir, ich hätte es versucht. So. Gut gefangen von Pettigrew. Damit haben wir mal gleich zu Beginn hier ein paar Yards schon mal gut gemacht. Oh, und Bush schafft hier gleich mal ein neues First Down. Sehr, sehr gut.
Und ich versuche wieder meine Lieblingstaktik. Was war denn das? Er dreht sich einmal, bleibt irgendwie hängen. Okay, hat nicht so ganz geklappt. Aber warum sollte ich jetzt einfach nicht mal versuchen? Eigentlich ist X die Wahl. Und der fängt den! Der reine Wahnsinn. Der reine Wahnsinn ist das hier. They can't seem to key on what they're doing and put an end to this drive. It's first and goal. 69 Yards, 5 Spielzüge. Also das hat sich mal mehr als gelohnt. Touchdown, Touchdown, Touchdown. Bush, erster Touchdown. Für uns. Und das wird die Heimfans aus Carolina natürlich nicht freuen, wie man hier sieht. Die auch viel blau und weiß in ihren Trikots haben. Damit mehr blau, hell und dunkelblau. Die Hosen sind weiß. Und der Kick. Das heißt, wir haben schon mal den ersten Touchdown geschafft. Da schauen wir uns das mal an. 66% gelaufen, 33% nur gepasst. Ein bisschen Wind haben wir, aber das sollte uns. So. Das Biest. Da haben sie sehr gut gestanden. Drei Yards. Müssen wir aufpassen. Die versuchen wahrscheinlich wieder zu laufen. Der stand natürlich zu frei. Mist. The defense blitzes the corner, but the quarterback got rid of it quickly for a completion and a first down. That was a great play because he saw him coming, remained calm, and threw an accurate pass. First and 10. Ball on the 42. Bisschen anders hier rangehen. Oh. Jetzt versuchen sie es aber zu wissen. Shotgun. Nickelback in this time. Blitz is coming. Jawohl, so. Das war nicht so, was sie vielleicht hätten machen sollen in der Phase. Aber sie wollten, wie es aussieht hier. Aber versuchen es gleich nochmal mit Shotgun. Boah! Fumble! Su! Schade! Was für ein Spear, sag ich mal. Unfassbar. Und so kann es natürlich weitergehen hier. Gut gemacht vom Busch. Und bis der mal gestoppt wird, unfassbar. Haut erstmal noch den Schiri eigentlich um. Also Laufspiel läuft, sag ich mal. Das lief dafür nicht so gut. Okay. Ebron ist eigentlich derjenige, der angespielt werden müsste. Der fängt ihn aber leider nicht. Und jetzt wird es natürlich schon mal interessant, denn jetzt muss ich es schaffen. Aber klar, wir sind schon mal in guter Kicker-Zone. Ach, Ficken.
Nee, versuche ich nicht. Denn auch die drei Pünktchen sind wichtig, können am Ende viel ausmachen. Denn wie gesagt, unsere Defensive ist wirklich sehr, sehr, sehr stark hier. Reggie Bush, Schlüsselspieler, 17 Yards erlaufen. Der dritte kann ihn erst zu Fall bringen. Das war nicht so gut. Das hätte besser laufen können. zu 0. So sieht es jedenfalls aus. Wird es auch gleich nach dem Ende des ersten Viertels stehen. Gut gemacht. Zwei Yards haben sie geholt. Und wieder versuchen sie auf Shotgun zu spielen. Okay. Aber es wird wahrscheinlich so jetzt nach dem ersten Viertel bleiben, es sei denn, sie versuchen noch schnell einen Angriff. Nein. Okay, 10:0 nach dem ersten Viertel. Das kann sich sehen lassen. Wir haben wieder mal den Gegner den Ball richtig gut abgenommen. Ich denke mal, sie werden Laufspiel machen. Aber sie schaffen es nicht. 2 Yards, die ihnen fehlen. Nordmann, die Nordmann-Tanne, die ganz berühmte, kickt hier. Puntet. So. Nee, lass mal. Okay. So, they have first and 10 here. Dolphins Bills und mit der NFL-Ticker eingeblendet. Ist auch cool. So wie man es auch aus dem Fernsehübertragung kennt. Apron Tate hat uns ja eigentlich hier immer gut gefallen. Oh, Halleluja, das wäre der fast gewesen. Johnson. Oh, ficken. Da bin ich nicht so richtig weggekommen. Ich wollte noch ein Stück weiter nach links, aber da kam mir schon der Gegenspieler entgegen. Eieiei. Das war ja zum Abgewöhnen die Runde hier. Aber war auch nicht so gut geworfen für meinen Punt. So. Beide Offensivreihen zu unfähig hier bislang was anzustellen. Der fängt den noch! Der kommt auch durch. Ei, das war schlecht. Das war schlecht. Da haben sie jetzt natürlich ganz gut was gewonnen. Aber der war dafür stark. Second and 10. Ja, super, 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 super aufgepasst. Dritter und 14. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, die werden laufen.
und wie die laufen werden. Nein. Oh, das war schlecht. Das war so schlecht. Eieieiei. Da habe ich mich echt doof angestellt. Da hätte ich schon viel früher an den Quarterback kommen müssen. Und der kommt auch durch. Jawohl, zieht ihn noch richtig zurück hier. Aber trotzdem sind es noch 4 Yards. Die haben auf jeden Fall die Möglichkeit zu punkten. 47 Yards. Warum steht der so frei? Two-Minute Warning. Nähert sich auch. Oh, scheiße. Ein zu weit gedrückt, verdammt. Und die wollen jetzt hier durchbrechen. Aber es war gar nicht mal so übel. Two-Minute Warning, okay. Ja, versuchen wir das mal. 6 yards away from a touchdown. Su. Come on, alle rauf da. Den kriegen wir. Den kriegen wir, komm schon. Jawohl. Can't get to the marker on third down. So let's see if the place kicker comes in now. If they can make this field goal, they'll be within a touchdown. Komm schon. Die lassen die Zeit runterspielen, ne? Sollen sie. Ich werde versuchen zu punkten. Aber ich werde jetzt nicht noch schon eine Auszeit vorher vergeuden. Mal gucken. Aber sie wollen jetzt überraschen. Okay, 1:19 haben wir Zeit. 60% sind es gelaufen. Und haltet sie auf. Fumble! Ich fasse es nicht! Oh mein Gott! Das haben sie davon. Oh mein Leute. Das ist natürlich schlecht. Schade, wenn wir den abgefangen hätten. Könntet ihr den aufhalten? Danke. Okay. Jetzt werden sie Shotgun versuchen, ne? Aber sie nehmen eine Auszeit. Und das Ding müssen wir jetzt hier aufhalten, klar. Sie werden noch punkten können. Und der kann den fangen. Ey, es gibt es nicht. Ah, scheiße. Wir dürfen jetzt bloß nicht hier noch zum Touchdown bringen. Scheiße. Oh. Ja, toll. Oh.
Kommt, Jungs, haltet durch hier. Haltet sie zurück! Haltet sie zurück! Boah, wie frei der da stand. Scheiße, Mann. Und schon, ja. Stark gemacht, aber. Muss man schon sagen. Und da haben unsere Leute mehr als gepennt. Der Weißkopfseeadler sieht ja auch aus. Tja, und schon haben wir wieder unentschieden hier. Zehn zu zehn. Aber es war mein Fehler, ich hätte niemals hier den Fumble-Ball. Also, so von der Seite weggefickt zu werden, das war schon gut. Dann versuchen wir es mal. Versuchen wir mal zu laufen. Hat ja gut geklappt. Kommt. Lauft, meine Kinder, lauft. Jawohl! Come on! Starker Pass. Stafford, ganz stark gespielt. Also er kann's. Und Tate, boah, der war wichtig. Der war für die Moral ganz wichtig, dass wir den geschafft haben. Vor der Halbzeit hier. Denn man merkt, die Offensive der Panthers ist mal ein Stück besser als die der Bären, sag ich jetzt mal. Gut, von hinten. Abdul. Was haben sie vor? Sie machen Shotgun. Sie wollen es auch noch mal wissen. Und kann man versuchen zu machen. Diesmal machen sie es nicht, komischerweise. Okay, sie lassen es aus. 17 zu 10 für uns zur Halbzeit. Ein Fumble auf unserer Seite. Statistiken kümmern wir uns später. Jetzt geht's weiter. Das 135 zu 86 Passyards. Oh, gut, 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 gut. Wie erstmal die Hand. Ich habe erstmal wieder mal schnell laufen verwechselt. Und die Hand raushalten. Gut, Busch, gut, gut, gut. Ja, Johnson ist nicht so. Nicht so wirklich einer, der die Dinger fangen kann. Was nicht so begeistert. Macht mich ein bisschen traurig. Oh, falsch, falsch, falsch.
Ich wollte eigentlich X auch drücken, aber ja. Nicht so zufrieden heute mit dem Spiel. Ich weiß, dass ich es besser kann. Oh, ja. So, was wird... Nein. Keine Shotgun-Formation. Boah. Also das ist manchmal schon stark, wie die KI da durchkommt. Wenn ich mir dabei immer einen ausrenke, weil meine Leute da nicht so Platz machen. Oh, sie versuchen schon wieder Shotgun. Jawohl, gut aufgepasst. Ganz wichtig hier. So, jetzt schnappt sich wieder ein Spieler hier und dann versuchen wir was. Dritter und vier. No. Fuck it. So was darf nicht passieren, Leute. Und der lebt noch, Leute, ey. Schwach. Ganz schwach. Jetzt bin ich sauer, jetzt bin ich sauer. Schnappt ihr euch! Bam, genau. Genau das wollte ich. Boah, das Spiel könnte bis zum Ende ja wirklich richtig spannend sein. Denn die kommen langsam hier in Tritt, die Gegner. Boah. Feed goal block. 47 Yards, das wird jetzt mal... Und? Boah, stark. Schöne Ding. Respekt. Aber sie haben es wieder nicht geschafft. 62% sind sie gelaufen. So, Freunde, jetzt macht mir den Weg frei hier. Ja? Oh, falsche Hand. Ui, Jeremy Ross hat sich verletzt. Aber der wird hoffentlich wiederkommen. Und wir versuchen uns jetzt mal wieder vielleicht ein bisschen auch vom Laufspiel hier zu verbessern. So viel dazu. Gut, Tate. Genau das will ich sehen. Not only did the quarterback show off his strong arm, but the receiver displayed some amazingly soft hand. A great throw with an even better catch is always an easy way to pick up first down. Gut, 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 gut. Neues First Down. Well, it started with some good blocking. Wichtig, um immer wieder solche Läufe hinzubekommen. Das hat im Madden 05 damals nicht so gut geklappt. Hier kriegt man das doch schon besser hin.
for a gain of a couple. It's second down and 8 to go. Das sieht doch mal interessant aus. Eigentlich Johnson, derjenige, der... Falsche Seite, eindeutig. Number 15 was the one they were trying to get the ball to. Third and 8. Ball on the 35-yard line. Wir sind noch zu weit weg, glaube ich. Comes out in a dime package. He tucks it away with the throw. Gut, gefangen, gut. Great throw to beat the zone. I tell you, the defense has to do a better job of coming up and clamping down on the receiver whenever he enters their zone. Für uns wichtig, dass wir jetzt auch mal vielleicht nicht so so, das werden wir jetzt noch spielen und dann haben wir schon drei Viertel geschafft. Gut, Pedigree, gut und wichtig. So. Leute. 17-13. Es bleibt bislang spannend. Wir sind in einer guten Zone, aber da müssen wir erstmal durch. Aber nicht so. First and goal, they can't get into the end zone. 3 yards will get them 6 points. Number 9, we split back. Blitz is coming. It's the short pass to the right side. Collins ganz alleine. Und dann machen wir den Touchdown, der in diesem Zeitpunkt ganz wichtig ist. 2 Touchdowns schon wieder für Stafford. Ich weiß zwar nicht, wie oft ich schon alleine in dieser Folge gut gesagt habe, aber ich glaube, das werdet ihr noch öfter hören. Gut und wichtig. Prater, der Wiener Prater spielt auch mit. So. 24-13. 50% gelaufen, 50% gepasst. Ja. Returnable, das will ich doch nicht hoffen. No! Ah, schade. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wenn sie jetzt versuchen, auf Shotgun zu spielen, und das machen sie tatsächlich. Der läuft da durch, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, sie versuchen es wieder. Ja, yes. Stark, Junge, stark. Under pressure, ding. Bush lines up behind his fullback in the eye. Looking upfield, number 98 is there on the stop. At the 42, the defensive tackle surged through the line to bring the runner down. It's second down and 8 to go. Ach, die Yards müssen wir laufen oder abpassen. Scheiße, ich weiß mal wieder das A. Das jeweilige ist. Aber es sieht gut für uns aus jetzt. Nach dieser Interception. Rumbles forward for a gain of 4.
Und wir versuchen gleich nochmal zu laufen. Gut, was versuchen wir? Johnson ist ja bislang nicht so dafür bekannt, aber ach! Aber voll in die Fresse. Respekt. Stark. Ich hoffe, dass wir es schaffen. 40 Yard Field Goal. Der Gegner hat es vorhin mit 47 geschafft. Das ist easy. Mindestens 3 Punkte. Jet Collins. Der war gut. Schön. Ja, ich klatsche auch mal für mich selber. Muss ja auch mal sein. So this is where you're going to have to try and execute and come up with a little luck maybe. It's first and 10. Jetzt versuchen sie es. Out of the gun. Gets rid of it and he hits his target. Bentley brings him down at the 26. Number 11 picks up about 6. Wir nähern uns dem 2-minute warning. Troy comes out on the quarter defense. Ja, super. Nein, was macht die denn? Ein Gott, nee. Interception, Fumble. Hier ist alles dabei. Unfassbar. War gut gefangen, gut gefangen. So, jetzt. Schön noch den Gegner voll eins mitgegeben. Und wir sind beim 2-Minute Warning angekommen. So, was nehmen wir denn? Ein Slam. Ein Slam-Dunk. Guten Dank. Scheiß die Wand an. Carolina muss schon Auszeiten nehmen. Während wir die Chance haben, das Ding für uns zu entscheiden. Gut Tate, gut gefangen. Und wir versuchen einfach mal schön durch die Mitte durch. Second and goal. Da habe ich mal was versucht, was nicht so hingehauen hat. Schade. Schade, schade. Hat nicht sollen sein. Aber wir holen nochmal 3 Punkte hier. So 30-13, ja. 1 Minute 14. 42% gelaufen und auch gepasst. Boah, aber voll in die Fresse rein. It's first and 10. All on the 17-yard line.
So. Shotgun-Formation beim Gegner. Und wir fangen Kotschuri ab. 4 Yards müssen sie schaffen. Olsen, the man in motion. Hey, let's go. With the pass. Wenn ich den fange, eieieiei. Aber so. Immerhin. Sie bekommen nochmal ihre Chance. Und so. Und sie spielen den vierten Versuch aus. 9 Yards müssen sie schaffen. Aber auch den bekommen sie nicht durch. Turnover. Cam Newton. So sieht er irgendwie auch aus. Wie eine Cam. Wie eine Webcam. Komm her, ja. Jetzt müssten schon viele das Stadion verlassen eigentlich. Naja, versuchen wir es mal. Oder? Die Crew, Apple oder Foria. Foria ist nicht der schnellste, die er gesehen hat. Dann versuchen wir mal hier noch so ein bisschen. Ja. Komm, wir versuchen auch das nochmal. Vielleicht schaffen wir es, ja. Und, kriegen wir noch hin. Nein, okay. Zweites Spiel, zweiter Sieg, 30-13 gegen die Carolina Panthers. War diesmal spannender, zumindest bis zum letzten Viertel. Aber den können wir auf jeden Fall. Ja, hier, yeah, wackelnde Kamera. Und das ist... Ja, doch. Gucken wir uns auch mal an. 10-0 im ersten Viertel, dann 7-10 für die Panthers. Da haben sie im zweiten Viertel haben sie gut gespielt. Dritten Viertel 0-3 nochmal und dann jetzt 13-0 für uns. Totale Offensive 297 Yards haben wir geschafft. 173 die Panthers. First Downs 10-8. Third Down Conversion 25-37%. Red Zone 83, die haben 100%. Okay, Rush 73 Yards. Sie hatten 60 Yards. Also auch da waren wir tatsächlich besser. Passing 224, 113, ja. 12 von 20 Versuchen vom Quarterback sind angekommen. Keine Interception bei uns. Bei Panthers 12 von 18 angekommen. Und ja, 2 Interceptions. 6, 5-2. 6 sind also, wenn ja, glaube ich, der Quarterback umgenietet wird. Durchschnittliches Pass. 11,2 haben wir geschafft. Panther 6,2, Defensive Interceptions 2-0, Kick Returns, ja, Punt, Fumbles 2-1, Turnovers 1-3, im Ballbesitz 10 Minuten 32, der Gegner 9,28, okay. Individuelle Statistiken, da sehen wir schon, 60%. Panthers, ein Touchdown, 2 Interception. Cam Newton, das lief nicht so. Laufen, Reggie Bush, 1 Touchdown, 70 Yards, Collins, 3 Yards. 9 Versuche Bush. Receiving, Tate, 108 Yards, 1 Touchdown gemacht, Collins.
auch den Touchdown. Bei drei Versuchen 25 Yards hat er aber nur gebraucht. Aber Tate ist stark. Johnson hat 4 Yards. Ja. Das war nicht so dolle. Receiving und noch Blocking. Warford 7. Pancake. Sims hat einmal ein Sack gemacht. Die Defensive generell. Sacks. Jones. 2 Sacks. Dorsu hat wieder mal einen Sack hinbekommen. Big Hits. Fanoi. Kicking. Prater hat 3 Field Goal Versuche gehabt und sie hat benutzt. Und Punting ja, durchschnittlich 45 Yards. Gut. Dann geschlossen. Und ja, wir gucken mal wieder auf die weiteren Ergebnisse. Die Steelers gegen die Ravens 18-21. Beide haben einen Sieg und eine Niederlage jeweils. Die Dolphins gewinnen 6-0 gegen die Bills. Die Dolphins 2 Siege. Das ist auch stark. Freut mich. Redskins gewinnen 27-7 gegen die Jacksonville Jaguars. Jaguars. Bah, keine Ahnung. Zwei Siege haben die Redskins. Die Jaguars 2 Niederlagen. Die Dallas Cowboys gewinnen 21-6 gegen die Tennessee Titans. Auch hier Cowboys 2 Siege, Titans noch keinen Sieg. Arizona Cardinals verlieren 13-16 gegen die New York Giants. Die Giants jetzt mit dem ersten Sieg. Und die Cardinals noch ohne Sieg. Die Patriots gewinnen 19-7 gegen die Minnesota Vikings, die noch ohne Sieg sind. Die New Orleans Saints gewinnen 19-10 gegen die Cleveland Browns. Saints 2 Siege, Browns noch ohne Sieg. Atlanta Falcons verlieren 19-23 gegen die Cincinnati Bengals. Die Bengals 2 Siege, die Atlanta Falcons noch ohne. Wir haben jetzt auch unseren zweiten Sieg mit dem 30-13 gegen die Panthers, die 2 Niederlagen haben. Die restlichen Spiele kommen noch. Ja. Wenn ich jetzt zur Woche 3 gehe, gegen wen spielen wir denn? Gegen die Green Bay Packers, die sind noch ohne Sieg. Aber ich würde mal sagen, ich jetzt auf Play Game war das, glaube ich, oder? Simulate in a game in this week, ja. Ja, dann haben sie das wieder gemacht. Wir gucken mal nochmal jetzt erstmal die zweite Woche uns an. Die letzten Spiele hier. Und zwar die Rams gewinnen 24-9 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Rams 2 Siege, Buccaneers 1 Sieg, 1 Niederlage. Seahawks verlieren 3-17 gegen San Diego Chargers. Seattle 1 Sieg, 1 Unentschieden, die Chargers 2 Siege. Die Houston Texans verlieren 13-20 gegen die Oakland Raiders. Die Raiders 2 Siege, Texans noch ohne Sieg. Jets, New York Jets 23-16 Sieg gegen die Green Bay Packers, die 2 Niederlagen haben. Und die Jets haben 1 Sieg und 1 Niederlage. Nach Verlängerung gewinnt die Denver Broncos mit 23-20 gegen Kansas City Chiefs. Broncos 2 Siege, die Chiefs 1 Sieg und 1 Niederlage. Chicago Bears, ich weiß, Kenny. 20-17, Grüße übrigens, Sieg für die Bären gegen die 49ers, die 2 Niederlagen haben. Die Philadelphia Eagles verlieren 7-24 gegen die Indianapolis Colts. Beide einen Sieg und eine Niederlage haben. Und das war ja der zweite Spieltag. Wir können hier mal die Standings. Dachte ich zumindest. Wozu sind diese Sachen, wenn man sie hier nicht anwählen kann? Okay. Box Scores. Das ist das dazu. Was haben wir jetzt? Fansupport schon 82%, Leute. Nach 2 Spielen. Oder ist das? Und das noch? Nee. Team Management. Okay. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, speichern wir mal das Ganze. Das
zwar, jetzt nehmen wir mal hier wieder die Datei saven. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am dritten Spieltag wieder. Da werde ich dann auch mal die Ergebnisse von dem dritten Spieltag klar sagen. Und zwar sehen wir uns wieder gegen die Packers. Die haben noch kein Sieg gewonnen, kein Spiel gewonnen. Player of the Week war Matthew Stafford bei uns. Hier können wir. Ach ne. Standing. Broncos sind zurzeit vorne, wir sind Zweiter, insgesamt gesehen. Und ja. Ross injured. 5 Wochen wird er uns ausfallen, das ist nicht so gut. Und ja, also dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.